Gar nicht gut. Gar nicht gut. Richtig schlecht von dir. Völlig vergessen. Hä, es wird gerade dunkel. Warum bist du schon hier? Geh nach Hause. Geh nach Hause. Es ist noch nicht deine Zeit. Noch nicht ganz. Hm. Lass wieder Quarzboden machen. Das habe ich genau gedacht. Das habe ich genau gedacht. Echt? Es ist schön, ja, Sie als Kollegen zu haben. Ja. Ja. Ja, boah. Pff. Jetzt haben wir gerade beide die Arme hochgenommen, jetzt hat es gerade aber ganz anders geworden. Ja. Hat er im Kindergarten nicht gefunden? Nee. Nee. Er ist in Flammen aufgegangen, so gestört war er jetzt deswegen. Oh, nein, ich kann dir sagen, warum er in Flammen war. Warum? Er hat den Kindergarten angezündet. Tschüss. 99 Handgranaten fliegen in den Kindergarten. Kindergarten gibt's nicht mehr, das verdanken wir der Bundeswehr. Das gab's doch mal als Lied. Kenn ich nicht. Das haben wir in der Grundschule immer gesungen. Echt? Ja, und dann haben wir immer richtig Anschiss gekriegt. Eusen? Hey, wir hier finden hier ja mehr als in der Höhle. Ja. Sagt er, während er mit der Diaspitzhacke abbaut. Kohle wäre jetzt cool gewesen. Ja. Kohle wäre jetzt cool gewesen. Vielleicht cool noch. Ich glaube, wir bauen erstmal. Ich glaube, wir gehen erstmal schlafen. Ja, und dann machen wir es mal zu, dann kommt oben nichts mehr rein. Machen wir dann. Tü, tü, tü. Genau. Jetzt machen wir erstmal kurz. Team. Ich glaube, das könnte cool aussehen. Nee, ich mach das anders hier. Weil, boah, wir können da drauf ja auch Wald pflanzen dann. Wir lassen das komplett zuwuchern, weißt du? Ah, ja. Moin. Das ist der Vater von dem Kind. Wo ist mein Sohn? Fing über den Kindergarten, einen hat's nicht getroffen, Michael Jackson ist besoffen. Bester Reim. 99 Handgranate fliegen über den Kindergarten, einen hat's nicht getroffen, Michael Jackson ist besoffen. Das ist der beste Reim der Welt. Ja. Mir wäre jetzt nichts Besseres eingefallen direkt. Guck, wir können das ganz natürlich machen, indem wir jetzt einfach hier hinten noch zumachen, guck. Ja. So. Ja. So, siehst du? Stimmt. Jetzt füllen wir das komplett auf und dann geht's hier einfach so hoch. Ja. Dann ist da einfach zu. 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 Das ist genau wie mit dem Retail. Hä? Ding. Wie hieß das? Hosen. Ja. Wie hieß das Spiel? King of Retail. King of Retail. Ja, siehst du mal. War ich doch. So halb. Hosen. Hosen. Neue Hosen. Wollen Sie ein paar Hosen kaufen? Möchten Sie Hosen kaufen vielleicht? Guten Tag, wie wär's mit ein paar neuen Hosen? Haben Sie Interesse an ein paar neuen Hosen? Zufällig? Hm? Ein paar neue Hosen? Fenster brauchen wir auch keine in dem Fall. Nur vorne vielleicht so ein bisschen. Ja, ja, na klar. Nee, wir machen vorne auch zu mit Erde. Ja. Das wird interessant. Wir haben das noch nie so gebaut. Nein. Also so, ich habe tatsächlich noch nie ein Gebäude nur nach unten gebaut. Weil es geht jetzt wirklich nur nach unten. Ja. Da gibt's ja keinen oben. Mhm. Ist aber voll die coole Idee. Ja. Weil im Prinzip, wir machen das jetzt rundherum. Also hier ist dann auch Erde. Wir machen hier einen Berg draus, weißt du? Dass nur vorne was ist. Und der Rest ist hier bewachsener Berg. Ja, ja. Bewichster Berg. Oh? Mann, ey, wir sind schon fertig mit Abbauen. Lass mal. Och, Junge. Idiot, Alter. Kecko. Ohne Witz. Hast du sogar wieder nach unten freigesprungen, der Idiot. Ich will mal Löcher reinreißen. Ich will alles kaputt machen. Diese Dreckscreeper. Guck mal, wie viel der hier. Och, Mann. Sei ein Idiot. Die Erde sieht so blass aus. Ah ja, ist ja auch nur Erde. Warum? Ja, weil die schön ist, wenn es drüber gewachsen ist. Ich finde den Erdfarbton aber irgendwie schön. Ja. Ich meine, die ist ohne Default Plus noch blasser. Noch blasser? Ja, ja. Oh Gott. Anzeige ist raus. Ohne Witz. Schaut mal kurz den Unterschied, Leute. Das ist jetzt Default Plus. Und das ist ohne. Okay. Ja, tatsächlich. Und jetzt guck dir die Erde an.
Hier sind sogar noch graue Steinchen drin, die richtig knallgrau sind. Ja. Also man sieht's halt schon echt hart. Ja, mach mal wieder rein. Vor allem, wenn du eine Weile nicht spielst damit und jetzt machst du's rein, dann ist es halt richtig krass. Oh ja, siehst du das direkt. Das ist sauknallig. Siehst du direkt. Und hier sind jetzt die Steinchen weg. Deswegen sieht das hier jetzt... Jetzt sieht es auf einmal nicht mehr so grau aus. Ja, stimmt. Jetzt sieht es wieder braun aus. Ja. Ja, aber die Wiese ist halt krass. Ja. Und die Pflanzen und sowas, das ist halt ja, schön. Ja, das siehst du direkt, ja. Ja. Genau. Ja, klar. Ja, siehst du direkt. Ja, leck mich am Arsch, ja. Genau. Eben, du Fotzkopf. Du Penner. Mach nur. Genau. Und mein Chef mich irgendwas fragt, ich so, ja. Kannst halt eine Stunde länger schaffen, ja. So, was denn, jetzt gehen wir hier so. So, komplett zu. So im Prinzip. Ja. Heißt dann, das machen wir jetzt komplett hier rundherum. Oh, wir brauchen mehr Erde. Krass. Oh, ja. Das wird richtig cool. Ja, ja. Ja, das ist aber kein Problem für uns. Eben. Wir müssen das mal kurz... Das muss mal kurz weg. Warum auch immer der nicht despawnt? Wahrscheinlich, weil das halt ein Modbaum ist mit den... Ah, da ist noch ein Stamm drin, deswegen. Ah, da sind einzelne noch drin, die es nicht rausnimmt. Ah, jetzt die Kälte nämlich. Da oben noch. Ja. Da muss noch was sein. Ja. Und da... So. Dann haben wir den Bug auch mal gelöst. Geht doch. Ja, ist aber kein Bug. Ja, im Prinzip schon. Weil eigentlich, wenn ich einen Block abbaue, baut es alle Hölzer raus. Und das war eben... Aber gut, weil die wahrscheinlich nicht connected waren. Ja, fuck. Hä? Lol. Hast du mal den Dorita gecheaten? Lol. Genau. Was war das jetzt? Jerke. Jerke. So. Moin. Das war jetzt die Mutter. Ja. Nee, weil ich jetzt so ein bisschen anders aus. Nee, das passt schon. Ach so. Da drin ist doch hardcore dunkel. Regen, ich hab Fackeln. Ja, ich meine jetzt da in der Erde. Ach so. Ach so, stimmt. Auf der anderen Seite habe ich Fackeln reingemacht. Echt? Ja. Sicher? Ja. Gut. Das ist noch gar nicht zu. Ja. Weil ich keine Erde mehr hatte. Ah. Guckst du nicht zu, oder? Nee, ich hab geschlafen mit offenen Augen. Oha. Kann auch nicht jeder. Passiert mir manchmal. So, guck, richtig zuge. Ja, dann sind dann, also wenn du es komplett übertreibst, kannst du ja so machen, dass nachher nur noch zwei Türen im Berg drin sind. So hatte ich es eigentlich vor. Weißt du, dass man hier auch komplett runterbaut und so. Ja. Das ist echt wie so ein Bunker. Problem ist bloß, dass es langsam hier ein bisschen eng wird dann. Egal. Das reicht nicht mal, wir müssten so hin. Das heißt, wir müssen hier auch noch eins aufschütten. Oh je. Das sieht dann zu künstlich aus. Und dann machen wir das einfach weg. Ah, da habe ich sogar eine coole Idee. Eine coole Idee? Eine coole Idee. Da
Da guckt ein Stamm raus, weißt du? Mein Arsch, Alter. Ey, meiner auch. Das tut richtig langsam klemmt's an der Rosette rum. Ja, echt so. Also es drückt halt echt am Arschloch rum langsam, Leute. Also ohne Witz. Das sind Probleme eines Streamers. Ich bin so dumm. Mhm. Was? Ich hab den nicht oben drauf setzen müssen. Ich hätte den davor sitzen den muss. Unten abbauen müssen und dann da hinsetzen. Mhm. Alter, nicht mal mehr eine Stunde. Ja, ist nicht mehr dreistellig. What the fuck? Jetzt muss das weg. Mhm. Und dann den Erdblock drauf. Da muss der Ball genau. Mhm. Nee, ich hätte einen Holzbalken hingemacht. Ach so. Oder ich könnte auch Erde hinmachen, da wäre es komplett beerdet. Mhm, meine ich ja. Aber dann hast du wieder diesen Effekt vom Berg. So, und jetzt fährt man hier im Prinzip runter. Genau. Zack. Jetzt passt das nämlich genau hier. Ja. Oha, krass. Oh, wow, krass. Oh, wow, krass. Oh, wow, krass. Oh, wow, krass. Oha, das wird richtig cool. Mhm. Wenn das später bewachsen ist. Wäre schon geil. Wer? Ist schon geil. Wird. Wird geil. Ja, geil. Passt so. Genau. Da drin spawnt jetzt noch nichts, oder? Oder ist da zu viel Platz? Wo? Da drin. Keine Ahnung, ist mir scheißegal eigentlich. Ja, nicht, dass es dann nachröchelt oder so. Mhm. Oder irgendein Creeper drin schön sich freispringt. Boah, ich hab noch voll die Deko-Idee. Ja. Huch. Das ist geil mit den hohen Türen, das ist richtig cool. Jetzt da drüben mal noch eine Fackel. Ja, Deko-Idee, ich höre. Mhm. Hier oben ist ja nix. Mhm. Deswegen machen wir hier, du weißt du noch, vorletzte Staffel oder so, das Haus mit dem Baum drinne. Ja. Hier Glaswand, da Glaswand und hier von vorne bis hinten ein Teich drin, mit Baum, mit Busch, weißt du, richtig bewachsen hier drin. Ja. Dass wir im Prinzip alles, was wir der Natur draußen genommen haben, wieder zurückgeben. Stimmt, ja. Weißt du, so. Schon geil, ja. Glowstones beleuchtet. Ja. Ja, das wird cool, glaube ich. Stell ich mir sehr cool vor. Kasul. Ja. Krass, schon wieder dunkel. Krass, ne? Mhm. Ey, mein Arsch, ich kann gleich nicht mehr sitzen. Ich auch nicht mehr, es sind nur noch 50 Minuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Da merkst du richtig, wie das Fett wieder so runterkommt, so alles, was sich so an die Knochen festgesetzt hat, Alter, so kommt's dir vor. So, pass auf, wir nehmen mal die Wassereimer mit. Wo ist bei mir kann sich nicht so viel festsetzen. Ah, Alter! Das hat jetzt richtig. Das waren alle. Dach die Kante hier. Das waren alle Finger jetzt komplett einmal durch. Ja, Instant Karma. Ja. Vor allem, das war ja vorher noch da, das Karma, bevor ich dich getroffen habe. Mhm. Ja, die hat direkt Oha! Ja. Voll hässlich. Warum? Hä, hey, warum? Ah, und jetzt ist automatisch unendliche Waterquelle. Ah, Diagonal 2. So, morgen 24 Stunden Stream? Nein, ich denke nicht. Naja, heute Abend 20 Uhr dann direkt der 24 Stunden Stream, da hast du recht. Nee, also bei dem Spendeneinsatz heute von den Leuten. Es ist grauenvoll. Grauenvoll. Das ist richtig peinlich, ich schäme mich richtig. Das ist eigentlich direkt den Stream ausmachen. Viehzeug. Ja. Ich hab noch eine. Digga, es wird noch viel krasser. Jetzt hau raus. Jetzt läuft das Wasser einfach darunter. Nein. Nicht? Viel heftiger. Viel heftiger? Das machen wir dann aber kurz im Creative, einfach damit wir das heute noch geschafft haben. Ja. Wir ziehen, die kommen auf der Seite die Glaswand bis hier runter. Und das ist alles Wasser und dann sind da Fische drin und Algen und so komplett. Oh, Alter, okay. Das heißt, jedes Mal, wenn du ins Lager gehst, was wir oft machen werden, läuft man da. Ey, das machen wir auf beiden Seiten. Ja, geil. Nice, so machen wir das. Ey, was kommt jetzt?
Ich stelle mich schon mal in die Ecke und schäme mich. Was ist los? Wir machen das auf beiden Seiten. Mhm. Jetzt hast du hier die Treppe. Ja. Und hast hier die Wasserbecken. Mhm. Und jetzt machst du die genauso hoch, wie die da sind, nochmal drunter und verbindest die. Das heißt, wenn du unten im Lager stehst, hast du 10 Blöcke unter dir nur unter Wasser leben. Mhm, mhm. Und wenn du hochgehst, hast du das auch. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Oha, ja. Das heißt, du kommst im Prinzip jetzt hier rein, ja. Hast hier links und rechts komplett Wasserbecken. Ja, und unten dann auch. Und dann gehst du hier runter, ja. und du stehst im Lager und unter dir ist nur Glas, ja. Mit Wasser drunter, mhm. Wo Fische drin schwimmen und ja, ja. Erstmal durch Aquarium laufen. Ja, ja, genau. Ja, aber das wird krass. Ja. Weil so ein Lager hatte ich dann auch noch nicht. Ja. Dass wir jedes Mal irgendeinen anderen Scheiß machen müssen. Mhm. Aber das müssen wir im Creative Trip machen, weil ich weiß nicht, wie ich das mit Wasser fülle. Ja, eben. Du musst halt irgendwie Höhle bauen, so artmäßig, und halt Wasser reinfüllen. Ja, genau.